So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wieder eine kleine Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi war nämlich einkaufen und hat Eistee mitgebracht. Der heißt Tea Rich. Den kenne ich gar nicht. Wir haben schon so viele Teesorten probiert. Wir hatten den Dirty, wir hatten den Sucht-Tee, wir hatten den Bra-Tee, wir haben den 4-Bro-Eistee gehabt. Das weiß ich gar nicht, was das sein soll oder von wem das sein soll. Da steht halt einfach nur Tea Rich. Da gibt es auch wieder 4 Sorten, nämlich Zitrone-Kaktus-Fruchtgeschmack. Guck mal, wie hässlich. Dann habt ihr hier Wassermelone-Geschmack. Das ist sogar noch hässlicher. Dann haben wir hier Mango-Maracuja-Geschmack. Hässlich, immer noch. Und wir haben Himbeer-Heidelbeer-Geschmack. Der geht, aber ist immer noch hässlich. Ich finde, das ist zwar alles schön bunt und total lustig und total crazy, diese lustigen Tiere auf diesen super Eistee-Verpackungen, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich habe da die Nase voll. Das mal kurz fürs Thumbnail. Ich finde das total lächerlich. Ich weiß auch nicht, von wem das ist. Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben. Ich kann dir einfach mal vorlesen, was hier steht. Tea Rich. Selbstgemachter Eistee Digger. Super easy. Geh einfach selbst in den Supermarkt, greif selbst ins Regal und gönn dir Tea Rich. Schmeckt voll bärig. Tea Rich. Fresh. Alter, was machst du denn? Also super easy, alles selbst gemacht, Eistee, Digga. Was ist denn immer zu? Der knufft mich immer zu an und am Tisch. Jetzt sitze ich hier, ich habe keine Schuhe an, ich habe keine Strümpfe an, ich habe keine Hose an, gefühlt. Und immer so ist was Pelziges an meinem Fuß dran. Und dann gucke ich runter, da guckt er hoch, macht Grimassen, also. Die 4 wollen wir jetzt mal testen, mal gucken, wie die schmecken. Vielleicht, wenn die kacke aussehen, schmecken die richtig gut. Wir haben wieder das Gläschen hier, das Berliner Luftgläschen, ne? Möchten das probieren und dann alle zusammen in diesem auf die dicken Krug. Erstmal angefangen hier mit diesem grünen, was also Zitrone-Kaktusfrucht darstellen soll. Ich habe das heute sogar ein bisschen gekühlt im Kühlschrank und es steht auch. Es steht überall was anderes drauf. Okay, wir müssen es einzeln vorlesen. Tea Rich Zitrone-Kaktusfruchtgeschmack. Erfrischung auf Faultierart. Erstmal schön auf entspannt Tea Rich genießen. Schmeckt nach Zitrone-Kaktusfrucht. Musst du probieren. Tea Rich Fresh. Den schenken wir uns jetzt ein. Ist ja keine Kohlensäure drin. Musst du also nicht rumschütteln. Sieht halt aus wie ganz normaler Eistee-Zitrone. Hat halt hier diese Färbung. Eistee-Zitronen-Färbung. Das Zitrone sticht auf jeden Fall raus. Kaktusfrucht. Ich weiß nicht, was Kaktusfrucht an sich für einen Geschmack hat. Scheint ein bisschen unterzugehen. Scheint nicht so präsent zu sein. Mischt sich ein bisschen mit rein, sodass das Zitronige nicht so nur Zitrone ist. Du merkst also, dass da was anderes drin ist. Würdest es aber nicht permanent rausschmecken und denkst, das sind besondere Zitronen. Mischung ist also ganz cool. Zitrone, Kaktus, Frucht, muss sagen. Finde ich geschmacklich eigentlich richtig gut. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Zitronen-Fan. Das überrascht mich vom Geschmack. Das ist ein richtig guter Zitroneneistee, auch wenn ich das Design richtig mies finde. Wie findet ihr das Design? Ihr findet das lustig, ihr lacht darüber immer und sagt, ah, das ist voll lustig. Guck mal, ein Faultier mit einer Goldkette. Als nächstes haben wir Tea Rich mit Wassermelonengeschmack. Hier steht jetzt, Melone kennst du nur zum Reinbeißen? Junge, laber nicht! Chill dich in Schatten und trink Tea Rich. Schmeckt wie fruchtige Wassermelone. Tea Rich Fresh, ne? Laber nicht. Statt laber nicht, laber nicht. In den Schatten rein und Adi Schatz. Und dann ist es einfach Wassermelone. Und sieht aus wie der Zitrone von eben, nur sogar noch ein bisschen dunkler. Könnte schon Pfirsich sein. Wir zeigen euch das. Sieht gut aus. Probieren wir Wassermelone. Wassermelone.
Die wollen mich doch komplett verarschen. Das hat nichts mit Wassermelone zu tun. Das schmeckt nämlich gut, weil es nicht nach Wassermelone schmeckt. Das schmeckt original wie der 4-Bro Honigmelone Eistee. Da steht Wassermelone drauf, es schmeckt aber original nach Honigmelone. Deswegen habe ich schon immer gesagt, ich kann diesen ganzen Wassermelonen-Dinger nichts abgewinnen. Honigmelone von 4Bro ist genial, weil der hat einen richtigen Geschmack. Der schmeckt super, das schmeckt auch richtig gut. Aber ist faktisch gesehen falsch, weil es nach Honigmelone schmeckt und nicht nach Wassermelone. Und dieses hässliche Lama, da gönne ich mir lieber trotzdem den 4Bro. Kommen wir jetzt zu dieser Giraffe mit Mango-Maracuja-Geschmack. Sieht doch auch super aus, oder? Mango-Maracuja. Voll am Verdursten von T-Rich Mango-Maracuja kannst du den Hals nicht voll bekommen. Vertrau mir. Stabiler Drink garantiert. Also, die versprechen da nicht so viel. Vielleicht schmeckt es heute auch nur so gut, weil ich die heute endlich mal im Kühlschrank hatte und habe vorher das ein bisschen kalt werden lassen, sodass es wirklich erfrischend ist. Mango, Maracuja, kein Pfirsich, die Färbung sieht wieder fast gleich aus. Ich muss sagen, ist die dritte Sorte, die ich trinke, und die dritte Sorte, die mich auch positiv überrascht und die schmeckt. Also geschmacklich bis jetzt machen die Tees eigentlich alles richtig. Ich muss es leider, ich kann ja nicht lügen, nur weil ich das Design blöd finde. Ich meine das mit den chilligen Sprüchen hier drauf, okay, aber eigentlich ist mir das auch schon wieder ein bisschen zu kindisch und zu flachsig gemacht. Aber soll ja jüngere Leute ansprechen oder richtige Spaßkanonen, die freuen sich da auch. Wir haben jetzt noch Himbeer-Heidelbeer-Geschmack übrig und hier stand also drauf, selbstgemachter Eistee-Dicker, super easy, geh einfach selbst in den Supermarkt, greif selbst ins Regal und gönn dir T-Rich, schmeckt voll bärig. Voll bärig. Da ist ein Bär drauf, weil da Himbeeren drin sind und Heidelbeeren. Da habe ich jetzt eine bläuliche Färbung erwartet, aber das sieht genauso aus wie alles davor. Überzeugt. Dadurch, dass alles gleich aussieht und mal gucken, wie es schmeckt. Hat einen bärig-fruchtigen Geschmack. Himbeer, Heidelbeer, passt theoretisch. Ist auch nicht zu süß. Ist vielleicht für mich der besondere Geschmack jetzt, der aus der Reihe ein bisschen tanzt, weil das so sehr bärig ist. Das andere kennst du eher so, wenn du normal Eistee trinkst. Schmeckt, aber die anderen drei fand ich trotzdem besser. Es ist aber ein guter Geschmack. Also ich kann nichts dagegen sagen, ich kann nichts Böses sagen. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Könnte ich empfehlen. Also wenn ihr das nicht kennt, probier das mal. Haut euch die mal rein. Wir wollen jetzt auch was reinhauen. Wir wollen jetzt wieder alle vier mischen. Dazu machen wir mal so. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, gute Designs. Da wird wieder viel Wert drauf gelegt, dass die Designs Fetzen ansprechen, damit auch jeder das kauft. Und beim Geschmack muss man sich da keine Mühe geben. Aber diesmal ist das nicht nur was, was ins Auge sticht. Was nicht nur irgendwie trotzdem ansprechend ist. Ja, es ist auch was, was inhaltlich und geschmacklich auftrumpft. Und einfach ein gutes Gefühl gibt. Ich weiß leider gar nicht, wie viel die jetzt gekostet haben und wo Pupsi die her hatte. Boah. Vielleicht habt ihr die aber auch schon mal gesehen. T-Rich in allen vier Sorten. Ich wollte sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Zwischendurch habe ich das voll in die Luftröhre bekommen und habe gedacht, boah, ich muss husten. Nee, du hustest jetzt nicht, du hörst auch jetzt auf zu atmen, du trinkst das erstmal und dann kannst du ja weitermachen, ne? Das ging gerade so noch gut aus, fast hätte ich da gelegen. Der Adi macht schon wieder Faxen, der Adi kriecht schon wieder in den Süßigkeitenkarton.
Guckt euch das an. Der Verbrecher. Ali, was machst denn du da? Was machst denn du da? Hier habe ich nämlich die ganzen Chips und die Pombeeren und die ganzen Jumbies. Ist alles da drin versteckt. Jetzt geht er da hoch und wühlt da drin rum, weil der Adi mag nämlich auch kleine Kängurus. Probier den Rich Tea, den Tea Rich, wie auch immer. Ich finde ihn richtig gut. Werde ich jetzt in den Kühlschrank wieder stellen. Da muss ich Pupsi mal probieren lassen, wenn die kommt. Den würde ich gerne jetzt trinken. Lass Pupsi mal probieren, wenn der kommt. Mal gucken, wie die den findet. Habt ihr den schon probiert? Schreibt's rein. Peace out, vorhaut, euer Ramses.